Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen. Der Chirurg erstarrte, als er einen vertrauten Ring am Finger der Patientin sah. Nachdem er nur eine Frage gestellt hatte, wurde ihm kalt. Ramon saß im Bereitschaftszimmer, trank Kaffee und scrollte gleichgültig durch seinen Nachrichtenfeed auf dem Handy. Es war seine Schicht von Montag auf Dienstag. Eine generell ruhige Zeit, im Gegensatz zu den Wochenenden. Die Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag waren für die Unfallchirurgen eine geschäftige Zeit. Manchmal schien es Ramon, als fühlten sich einige Leute an den Wochenenden unverwundbar, aber heute war es ruhig und friedlich. Nur am Abend kam eine Mutter mit ihrem Kind. Der Kleine war von einem Tisch gefallen und es bestand der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Ramon sah keine alarmierenden Anzeichen, hielt sie aber sicherheitshalber einen Tag im Krankenhaus. Man weiß ja nie. Ramon arbeitete seit fast 20 Jahren als Chirurg, wobei er seine Jahre in der Facharztausbildung mitzählt. Zunächst verspürte er Angst, Unruhe und manchmal sogar Panik, wenn er vor dem Operationstisch mit einem sedierten Patienten stand. Doch es dauerte nicht lange, bis Ramon erkannte, dass dies seine Berufung war. Seine Hände waren stark und präzise und sein Auge war scharf. Er hatte auch die Intuition, die Ärzte verzweifelt benötigten, die ihn selten im Stich ließ. Jetzt war Ramon ein erfahrener Spezialist mit einer soliden Erfolgsbilanz und einem makellosen Ruf. Patienten vereinbarten ihre Operationen 6 Monate im Voraus bei ihm. Er fühlte sich gebraucht, gefragt, unersetzlich. Das brachte ihm zweifellos Freude und Stolz. Und dennoch, das Gewicht der Verantwortung für das Leben und die Gesundheit der Menschen war eine schwere Last. Im reifen Alter hatte Ramon alles erworben, was notwendig war, damit ein Mann als erfolgreich gilt. Eine große Wohnung im Stadtzentrum, ein teures Auto, ein solides Bankkonto. Er reiste 2-mal im Jahr ins Ausland und hatte viele erstaunliche Orte auf der Welt besucht. Er hätte mehr Urlaub nehmen können, aber die Arbeit nahm viel Zeit in Anspruch. Eine Arbeit, die er übrigens liebte. Doch sein Privatleben verlief überhaupt nicht nach Plan. Seine Altersgenossen hatten bereits Familien gegründet und zogen Kinder groß. Ramon hingegen konnte sich immer noch nicht entscheiden. Es gab viele Frauen um ihn herum, Kolleginnen, Nachbarinnen, Töchter von Familienfreunden, Bekannte und sogar Patientinnen. Natürlich gab es Romanzen in seinem Leben, aber niemand zog ihn wirklich an. Er konnte sich mit niemandem eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Einmal hatte Ramon erfahren, was wahre Liebe war, eine Liebe, die dich sowohl heiß als auch kalt fühlen lässt, die dich hebt und dir Energie gibt, und jetzt wollte er sich mit nichts Wenigerem zufrieden geben. Damals war er noch recht jung gewesen, aber er erinnerte sich immer noch gut an diese unvergleichlichen Gefühle. Jetzt wartete Anna nach seiner Schicht zu Hause auf ihn. Ramon hatte sie vor etwa 6 Monaten in einem Club kennengelernt. Schön, liebevoll, zärtlich. Unbeschwert. Ramons Eltern waren verrückt nach ihr und drängten ihn ständig, sie zu heiraten. Er hatte sogar in Betracht gezogen, diesen Schritt zu wagen. Nein, er fühlte keine starken Emotionen für Anna. Es war nur so, dass er im Alter nicht allein sein wollte. Und sie? Sie schien eine geeignete Option für das Familienleben zu sein, trotz ihres Kennenlernens in einem Nachtclub. Ein echter Schatz, wie seine Freunde und Eltern ihn versicherten, den er nicht entgleiten lassen sollte. Außerdem wurde es Zeit für Ramon, sich niederzulassen und Nachkommen zu haben. Sollte er auf dieses starke Gefühl warten, das ihn in seiner Jugend mitgerissen hatte? Vielleicht würde er es nie wieder finden. Aber das Leben musste weitergehen. Eine aufgeregte Krankenschwester stürmte in das Bereitschaftszimmer. Verkehrsunfall. Eine Frau wurde hereingebracht. Sie blutet. Ramon stellte sofort sowohl seinen Kaffee als auch seine Gedanken an sein eigenes Leben beiseite. Alle seine Sinne schärften sich, sein Geist klärte sich und eine Ruhe umhüllte ihn. Das geschah immer, wenn er vor einer schwierigen Operation stand. Auf dem Operationstisch lag eine junge Frau. Blass, zerzaust, mit einem Bluterguss, der die Hälfte ihres Gesichts bedeckte. Sie war bereits bewusstlos,
Der Anästhesist hatte seine Arbeit gut gemacht. Eine klaffende Wunde verunstaltete ihren Bauch, aus der ein großes Stück Windschutzscheibe herausragte. Keine typische Verletzung bei einem Autounfall, aber Ramon hatte in der Vergangenheit solche Fälle schon gesehen. Gerade als er beginnen wollte, bemerkte er plötzlich den Ring am Finger der Frau. Derselbe Ring, da konnte es keinen Zweifel geben. Es war vor langer Zeit als Sonderinfertigung für Ramons Urgroßmutter gemacht worden. Es gab kein zweites Exemplar auf der Welt. Seitdem war das Schmuckstück über Generationen in ihrer Familie weitergegeben worden. Ramon war das einzige Kind seiner Eltern. Daher kam das einzigartige Stück schließlich zu ihm, mit der Erwartung, dass er es seiner Auserwählten geben würde. Und genau das hatte Ramon vor vielen Jahren getan. Er hatte den Ring dem Mädchen gegeben, das seine Welt auf den Kopf gestellt hatte, wohlwissend, dass sie niemals seine Frau werden würde. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits unmöglich. Dennoch wollte er verzweifelt, dass das Familienerbstück bei ihr Dolores war. Ramon hatte seine Entscheidung nie bereut. Der Ring war exquisit und elegant, entworfen als zarter Kranz aus Gänseblümchen. Winzige Diamanten funkelten in den Mittelpunkten einiger Blumen. Ein einzigartiges Schmuckstück mit einer reichen Geschichte. Wie? Wie war es an den Finger dieser Fremden gelangt? Ramon war sich zu 100% sicher, dass Dolores sich niemals so leicht von dem Ring trennen würde. Erstens hatte er sie fasziniert, als sie ihn zum ersten Mal sah. Er war ihr etwas zu groß gewesen, also hatte sie einen kleineren Ring benutzt, um zu verhindern, dass er abglitt. Und zweitens verstand Dolores die Bedeutung dieses Rings für Ramon. Sie kannte seine Geschichte und begriff sicherlich den wahren Wert des Stücks. Und doch, der ewige Kranz zierte jetzt den Finger dieser Frau, die in einen Unfall verwickelt war. Es schien, als hätte die neue Besitzerin den Ring bei einem Juwelier anpassen lassen, damit er ihr passte. Nun war nicht die Zeit für Erinnerungen, Reflexionen und nostalgische Exkurse in die Vergangenheit. Das Leben einer Person stand auf dem Spiel. Die Frau hatte bereits viel Blut verloren, sie benötigte dringend Hilfe. Ramon führte die Operation brillant durch. Er entfernte das Glas, desinfizierte die Wunde und kümmerte sich um die inneren Verletzungen. Der Fall stellte sich als schwerwiegender heraus als zunächst gedacht. Die Splitter hatten innere Organe beschädigt. Aber der erfahrene Chirurg schaffte es, damit umzugehen. Die Patientin wurde auf die Intensivstation gebracht und morgen würde sie das Bewusstsein wiedererlangen, dann würde Ramon sie nach dem Ring fragen. Wenn alles gut ging, würde er sofort fragen. Wenn nicht, würde er warten, bis sie sich erholte und später herausfinden, woher sie das Stück hatte. Auf jeden Fall würde sie ihm erzählen, woher sie den Ring hatte. Sicherlich kannte das Opfer Dolores. Oder war auf irgendeine Weise mit ihr verbunden. Schließlich könnte er etwas über das Mädchen erfahren, das ihn vor Jahren so tief beeinflusst hatte. Die Patientin erholte sich recht schnell von der Operation. Ramon überprüfte sorgfältig ihre Akte und fand heraus, dass ihr Name Manuela war. Sie war im selben Alter wie Dolores. Sie war von Madrid in die Stadt gekommen für einen Geschäftseinsatz und hatte den Unfall erlitten, als sie nach einem Firmenbankett zu ihrem Hotel fuhr. Es war spät in der Nacht auf einer nahezu leeren Straße gewesen. Ein Auto, gelenkt von einem betrunkenen Teenager, der versuchte, seine Freunde zu beeindrucken, war in ihr Taxi gekracht. Nur Manuela war bei der Kollision schwer verletzt worden. Bei der ersten Untersuchung versuchte die Frau bereits, mit dem gut aussehenden Chirurgen zu flirten, der ihr das Leben gerettet hatte. Ein gutes Zeichen. Ihre Genesung verlief gut. Es würde alles gut werden. Ramon verlegte die Patientin am nächsten Tag von der Intensivstation auf eine Normalstation. Aus irgendeinem Grund wagte er es immer noch nicht, nach dem Ring zu fragen. Vielleicht hatte er Angst. Angst vor der Antwort. Das war nicht der entscheidungsfreudige Ramon, den man kannte, aber er verstand, dass alles passieren konnte. Was, wenn die Wahrheit zu erschreckend wäre? Und erst am Tag ihrer Entlassung, als Manuela sein Büro betrat, um ihre Unterlagen zu erledigen, als der Moment nicht länger aufgeschoben werden konnte, begann Ramon dieses Gespräch. Ich wollte fragen: Woher haben Sie diesen Ring? Dieser?
Die Frau deutete auf den eleganten Kranz. Es ist ein einzigartiges Stück. Das einzige seiner Artikel. Es gibt keine weiteren, haben sie mir gesagt. Ich weiß. Und ich kenne das Mädchen, dem ihr gehörte. Nur sie hätte ihn ihnen geben können. Niemand sonst würde das tun. Kennen Sie Dolores? Die Augen der Patientin weiteten sich überrascht und Ramons Herz raste wild. Also kannte Manuela sie wirklich. Er war im Begriff, etwas über Dolores Schicksal zu erfahren. Ja, das ist der Ring von Dolores. Sind Sie mit ihr bekannt? Wie geht es ihr jetzt? Nicht sehr gut, um ehrlich zu sein, gab die Frau zu. Sie ist eine wunderbare Person, aber das Leben war nicht freundlich zu ihr. Sie hat mir diesen Ring aus Verzweiflung verkauft. Sie braucht Geld. Wirklich dringend. Sie wurde hereingelegt. Aus Gründen, die er nicht erklären konnte, begann Ramon plötzlich, Manuela seine Geschichte zu erzählen. Er wollte, dass sie verstand, wie viel Dolores ihm bedeutete und alles, was mit ihr verbunden war. Außerdem hatte er nie zuvor seine Gefühle mit jemandem geteilt. Er hatte immer alles für sich behalten. Sich einer nahezu Fremden zu öffnen, fiel ihm irgendwie leichter, als ehrlich zu Freunden oder der Familie zu sein. Es war überraschend, aber wahr. Ramon war damals etwas über 20. Eine glückliche, unbeschwerte Zeit. Er studierte im Facharztausbildungsprogramm an der örtlichen medizinischen Akademie und arbeitete bereits in einem Krankenhaus. Er verdiente einen anständigen Betrag für einen armen Studenten. Er lebte noch bei seinen Eltern, so dass er kein Geld für Miete ausgeben musste, was bedeutete, dass er immer Mittel für Freizeitaktivitäten hatte. An diesem Abend gingen er und sein Freund Stefano in eine Rockbar. Ramon gefiel die Atmosphäre des Ortes, freundlich, warm, gemütlich. Es gab mehrere Hallen, in einer spielte immer Live-Musik. Musiker und lokale Rockbands trugen ihre beliebten Songs vor. Die Menge sang mit und hatte Spaß. In einer anderen Halle gab es eine Karaoke-Bar, die immer voll von Menschen war und eine warme, freundliche Stimmung hatte. An diesem Tag war Stefano in Singlaune und sang einen Song nach dem anderen. Das hatte nichts mit dem bescheidenen Introvertierten zu tun, für den Ramon seinen Freund immer gehalten hatte. Die Menge feuerten ihn an und sang mit, was den Typen weiter inspirierte. Ramon beobachtete die amüsante Szene mit einem Lächeln. Er dachte, er klang wie ein Bär, also blieb er im Publikum, ohne sie mit seiner Darbietung zu quälen. Der Sommer hatte gerade begonnen. Die Prüfungen standen bevor, gefolgt von ein paar freien Monaten. Ramon und eine Gruppe von Freunden planten, ans Meer zu fahren, einfach wie Abenteurer dorthin zu fahren. Das Abenteuer versprach, Spaß zu machen, und er war bereits voller freudiger Vorfreude. Maya schloss ihn in ihre warme Umarmung. Das hübsche Mädchen hatte eine angenehme Fülle, die ihr gut stand. »Hi«, antwortete er fröhlich. Ramon hatte Maya in der High School auf einer Geburtstagsparty kennengelernt. Sie war fröhlich, offen und hatte einen wunderbaren Sinn für Humor, eine echte Partyperson, bei der es unmöglich war, sich zu langweilen. Ramon war wirklich glücklich, nach so langer Zeit eine alte Bekannte zu sehen. Stefano sang einen weiteren Song vor dem laufenden Bildschirm, während Maya und Ramon Neuigkeiten über ihr Leben austauschten. Es stellte sich heraus, dass Maya in diesem Jahr ihr Jurastudium abgeschlossen hatte und nun auf der Suche nach einem Job war, allerdings ohne Erfolg. Sie war mit zwei Freunden hierher gekommen, die an einem Tisch im Sandy Hall saßen, dem mit Live-Musik. Ich dachte, ich mache einen Spaziergang, um zu sehen, ob ich jemand Bekannten treffe, sagte Maya mit einem breiten Lächeln. Und schau, ich habe dich gefunden. Komm zu uns. Es macht mehr Spaß zusammen. Natürlich. Aber der Sänger wird gleich mit seinem Auftritt fertig sein. Er ist mit mir. Cool, sagte Maya und sah Stefano nachdenklich an. Sie war immer direkt und durchsetzungsfähig gewesen, Eigenschaften, die Ramon anzogen. Aber zwischen ihm und Maya gab es keine Romanze. Sie kommunizierten wie zwei Freunde, lachten und machten Witze, verbrachten gelegentlich Zeit in lauten Gruppen. Nichts weiter.
Maya sah Stefano jedoch auf ganz andere Weise an. Er erregte eindeutig ihr Interesse. Schließlich verklang die Musik. Stefano, ganz in seinem Element, verbeugte sich vor dem Publikum, was ihm einen Sturm des Applauses einbrachte, und plumpste auf das Sofa neben Ramon und der neugierigen Maya. Das ist Maya, meine Freundin. Und das ist Stefano, wir studieren zusammen. Ramon stellte die formelle Vorstellung vor. Maya und Stefano lächelten sich an. Ich schlage vor, wir ziehen zu unserem Tisch um, sagte das Mädchen. Meine zwei Freunde dort drüben langweilen sich. Mir egal, zuckte Stefano mit den Schultern. Großartig! In diesem Moment sah Ramon sie zum ersten Mal und die Welt um ihn herum veränderte sich sofort. Sie wurde grau, still und eintönig im Vergleich zu ihr. Nur sie stach hervor. Ein schlankes Mädchen mit gebräunter Haut und langen, glänzenden Haaren, die wunderschön über ihre grazilen Schultern flossen wie geschmolzene Schokolade. Riesige türkisfarbene Augen, ein strahlend weißes Lächeln und lange Beine. Ihr einfaches, leichtes Sommerkleid umschmeichelte ihre durchtrainierte Figur und betonte die zeitlosen Kurven ihres Körpers. Ramon hatte in seinem Leben noch nie eine solche Schönheit gesehen. Sie sah aus wie ein Model, das gerade von einem Fernsehbildschirm oder den Seiten eines Modemagazins gestiegen war. Natürlich ohne Makeup, absichtlich einfach gekleidet. Und doch so auffällig, luxuriös und atemberaubend. Dolores. Damita, stellte Maya ihre Freundin vor. Fast Namenswetterinnen. Erst dann bemerkte Ramon das zweite Mädchen. Eine süße, zarte Blonde, charmant bescheiden. Der Abend verging, während die jungen Leute plauderten, lachten und Witze machten. Dolores stellte sich als interessante Gesprächspartnerin heraus. Sie wusste, wie sie ihren Standpunkt verteidigen und zur richtigen Zeit Witze reißen konnte. Der Klang ihrer Stimme fesselte Ramon und ließ ihn fast sprachlos zurück. Normalerweise würde er aktiv an Gesprächen teilnehmen, aber jetzt saß er einfach da und bewunderte seine neue Bekannte, versuchte, es den anderen nicht so offensichtlich zu machen. Aber die aufmerksame Maya bemerkte sofort alles. »Warum bist du so still?« fragte sie und verengte schelmisch die Augen. »Was ist mit dir passiert?« Ramon tat so, als hätte er ein bisschen zu viel getrunken und wäre deshalb so steif. Dann gingen Stefano und Maya in den Karaoke-Raum. Ramon blieb am Tisch mit Dolores und Damita. Eine unangenehme Stille lag in der Luft. Der Junge erkannte, dass es Zeit war, die Initiative zu ergreifen. »Also, Mädchen, was macht ihr so?« fragte er die banalste Frage, die ihm einfiel, nur um die bedrückende Stille zu brechen. »Ich habe noch ein Jahr bis zum Abschluss an der Universität«, antwortete Damita mit einem Lächeln und sah Ramon an. Er spürte eine klare Zuneigung von ihr. Er hätte viel gegeben, wenn Dolores ihn so angesehen hätte, aber sie blieb sehr distanziert, sogar etwas kühl, als würde sie absichtlich Abstand halten. »Und du?« Dolores erzählte ein wenig von sich. Ramon hängte an ihren Lippen. Es stellte sich heraus, dass sie in diesem Jahr ihr Studium an der Fakultät für Finanzen und Wirtschaft abgeschlossen hatte und es sogar geschafft hatte, einen Job in der Buchhaltungsabteilung zu bekommen. Offensichtlich kein passender Ort für so ein exquisites Mädchen in einer Strafanstalt. »Und wie läuft es für dich?« fragte Ramon überrascht. »Es ist nicht schlecht, Dolores«, Gesicht erhellte sich mit einem schönen Lächeln. »Ich mag es dort sogar. Die Menschen sind ganz speziell. Es ist interessant, mit ihnen zu interagieren. Dieser Ort scheint nicht zu dir zu passen«, teilte Ramon seine Gedanken mit. »Viele Leute sagen das. Eine Person sagt das. Aus irgendeinem Grund halten die Worte einer Person fast schmerzlich in Ramons Herzen wieder. Es wurde klar, dass das Mädchen Gefühle für diesen einen er hatte. »Nun, erzähl uns jetzt von dir«, forderte Damita ihn auf. Wie immer beeindruckten Ramons Geschichten über seine Arbeit und sein Studium die Anwesenden. Er war schon daran gewöhnt. »Du hast den edelsten und notwendigsten Beruf«, sagte Damita und sah ihn bewundernd an. »Ja«, stimmte Dolores zu.
Dann kamen Stefano und Maya zurück, fröhlich und errötet. »Was ist mit den langen Gesichtern?«, fragte Maya laut. »Habt ihr uns vermisst?«, sagte Stefano und plumpste neben Ramon. Mit Maya zu reden tat ihm gut. Dieses Mädchen hatte die Fähigkeit, andere aufzulockern. Dann fingen sie an zu trinken. Die Jungs waren mit dem Wein nicht geizig. Sie hatten Geld dank ihrer Jobs im Krankenhaus. Dolores trank wenig. Ramon bemerkte das die ganze Nacht über. Die anderen hatten mehr Spaß. Bald wurde offensichtlich, dass es Zeit für der Mieter war, nach Hause zu gehen. »Oh je, einer von uns muss den Abend beenden«, sagte Maya und schüttelte traurig den Kopf, während sie ihre Freundin ansah. Sie saß da, stützte ihren Kopf mit den Händen ab, ihr Blick wanderte umher, ein leerer Ausdruck auf ihrem Gesicht. Dolores rief sofort ein Taxi für der Mieter und informierte dann jemanden, dass sie gleich erwartet werde. Für manche hört der Abend auf, langweilig zu sein, machte Stefano unbeholfen einen Witz. Seine Bemerkung sorgte für ein Lachen von Maya, ein leichtes Lächeln von Dolores, während der Mieter überhaupt nicht reagierte. »Das Taxi ist angekommen, ich bringe sie nach draußen«, sagte Dolores und warf einen Blick auf den Bildschirm ihres Handys. »Ich helfe«, sagte Ramon und sprang auf. Er legte einen Arm um Damitas Taille. Sie klammerte sich freudig mit beiden Händen an ihn und begann trotz ihres Zustands zu flirten. Schließlich halfen Dolores und Ramon Damita ins Taxi und das Auto fuhr weg, sodass sie allein auf der leeren Veranda der Bar standen. Im Licht der Straßenlaternen sah Dolores aus wie eine magische, geheimnisvolle Fee. Ramon ertappte sich dabei, sie erneut zu bewundern. »Es ist schön!« Frisch, lächelte sie und atmete tief ein. »Ja«, stimmte Ramon zu. Er hatte die Frische der frühen Morgenstunden immer geliebt und sie rückten bereits näher. Die Sommernächte sind kurz und der Himmel begann sich aufzuhellen. Die jungen Leute schwiegen einen Moment. »Sie ist nicht immer so«, sagte Dolores plötzlich. »Damita, sie ist wahrscheinlich die bescheidenste, ruhigste von uns, aber hier hat sie es übertrieben.« »Wer nicht?« Ramon lächelte und sah Dolores an. »Ich habe Lust zu tanzen«, gestand das Mädchen plötzlich. Diese Worte wurden für Ramon ein Aufruf zum Handeln. Der Wunsch dieses schönen Mädchens war Gesetz für ihn. Wenn sie tanzen wollte, würde er ihr einen Tanzboden finden. Aber das bedeutete, dass sie woanders hingehen mussten. In der Rockbar sangen alle, aber sie tanzten nicht. »Wie wäre es, wenn wir zu Voile gehen?«, schlug Ramon vor. »Ist es nicht zu spät? Wann schließen Sie?« Ramon überprüfte sein Handy. »Wir haben noch ein paar Stunden.« »Großartig!« Dolores' Gesicht erhellte sich mit echtem Freude. »Lass uns gehen!« Stefano und Maya waren begeistert von der Idee. Es stellte sich heraus, dass sie auch tanzen wollten, aber bis Ramon und Dolores vorschlugen, in den Club zu gehen, hatten sie es nicht einmal bemerkt. Ramon rief ein Taxi, das sie zum Eingang des Etablissements brachte. Ein vertrauter Türsteher, ein Typ aus Ramons Schule, stand an der Tür. Er gab seinem alten Bekannten ein High Five und klopfte ihm auf die Schulter. An diesem Abend schienen alle um ihn herum gute Freunde zu sein. Der Club war nun wie ein Club. Überfüllt, stickig, dunkel, laut, rauchig. Ramon mochte solche Orte nicht, aber er war bereit, alles für Dolores zu tun. Die Mädchen stürmten sofort auf die Tanzfläche, während Ramon und Stefano sich an die Bar setzten und still Maya und Dolores beim Tanzen bewunderten. Dolores' Bewegungen waren hypnotisierend. Sie strahlten so viel angeborene Eleganz und natürliche Anmut aus. Sie fühlte die Musik perfekt. Aus irgendeinem Grund erinnerte Dolores Ramon plötzlich an eine Meerjungfrau, ein schönes, geheimnisvolles Wesen, das in den Wellen eines blauen Meeres umherflog. »Sie ist eine Schönheit«, sagte Stefano und folgte Ramons Blick. »Ich habe noch nie jemanden wie sie gesehen«, gestand der Junge. Maya sagte, sie hätte jemanden. Sie hat ihn bei der Arbeit in dieser Justizvollzugsanstalt kennengelernt. Irgendeinen Polizisten.
Die Nachricht machte Ramon nicht besonders traurig. Erstens, selbst wenn es einen Typen gab, waren sie wahrscheinlich nicht lange zusammen, also standen die Chancen etwa gleich. Zweitens, wenn es eine ernste Beziehung wäre, würde Dolores nicht die ganze Nacht allein Spaß haben. Wo war dieser Prinz aus der Justizvollzugsanstalt? Warum war er nicht an ihrer Seite? Wir werden es herausfinden, winkte Ramon lässig ab. Ich sehe, wie du sie anschaust, aber du scheinst schüchtern zu sein. Ich erkenne dich nicht wieder. Mach einfach. Ramon erkannte sich selbst auch nicht wieder. Normalerweise sprach er leicht mit Mädchen. Es war für ihn kein Problem zu sagen, dass er jemanden mochte, ein Treffen vorzuschlagen oder eine Telefonnummer zu bekommen. Aber hier konnte er sich nicht dazu bringen, Dolores von seinen Gefühlen zu erzählen. Was, wenn sie ihn sofort abwies? Was, wenn sie ihn ohne einen Funken Hoffnung zurückließ? Was dann? Er konnte die Ablehnung von jemand anderem leicht akzeptieren, aber nicht von ihr. Nein, er musste subtil sein. Ramon würde Dolores bezaubern. Sie würde erkennen, dass es sie glücklich machen würde, mit ihm zusammen zu sein, dass er bereit war, jeden ihrer Wünsche, jeden Verlangen zu erfüllen, nur um ein dankbares Lächeln auf ihrem schönen Gesicht zu sehen. Aber sie war eine unwirkliche Schönheit. Sie musste seit ihrer Jugend an solche Aufmerksamkeit gewöhnt sein. Sieh nur, selbst im Club starrten alle Jungs sie an, sogar die, die mit Freundinnen gekommen waren. Es war klar, dass Ramon nicht der Einzige sein würde, aber das machte es nur interessanter. Schließlich gesellten sich die Mädchen zu den Jungs, errötet, etwas zerzaust und dadurch noch charmante. Dolores band ihr langes Haar zurück, wodurch die perfekten Züge ihres Gesichts noch auffälliger wurden. Ramon bewunderte ihren neuen Look für ein paar glückliche Momente. Solange es angemessen schien, dann musste er wegsehen, um seine neue Bekannte nicht unwohl zu fühlen. Mir wird es hier langweilig, rief Maya und versuchte, sich über die Musik Gehör zu verschaffen. Ich glaube, ich werde nach Hause gehen, sagte Dolores. Nein, riefen alle drei gleichzeitig. Panik war in Ramons Stimme deutlich zu hören. Er war noch nicht bereit, sich von Dolores zu trennen. Er hatte nicht einmal ihre Telefonnummer und sie hatten keinen Kontakt hergestellt. Wenn sie jetzt ging, würden sie nur flüchtige Bekannte bleiben. Wie wäre es mit Karaoke? Schlug Ramon schnell vor. Ich kenne einen tollen Ort in der Nähe. Du wirst ihn mögen. Ich bin für alles offen, außer für einen Hungerstreik, erklärte Maya. Und ich möchte wirklich nicht, dass dieser Abend endet. Nun, du bist immer so, lächelte Dolores. Okay, ich bin auch nicht dagegen. Ich mache auf jeden Fall mit, zuckte Stefano mit den Schultern. Wir haben es nicht eilig. Morgen ist ein freier Tag. Der Abend ist wirklich schön. Morgen, korrigierte Dolores ihn und warf einen Blick auf ihre elegante Armbanduhr. Oh, du Spaßfaderbärin, schimpfte Maya liebevoll mit ihrer Freundin. Ich rufe uns ein Taxi, sagte Ramon. Nein, es ist nicht weit. Lass uns einfach gehen, erwiderte Stefano. Diese Idee stellte sich als sehr gut heraus. Die jungen Leute schlenderten durch die leeren Straßen der Stadt. Das historische Zentrum, alte Laternenpfähle, breite Kopfsteinpflaster und schlafende niedrige Gebäude, die von Architekten vergangener Jahrhunderte entworfen worden waren. Diese Strukturen sahen überhaupt nicht aus wie die neuen Häuser, die alle identisch waren. Nein, diese hatten Individualität, Charakter und Geschichte. In solchen Gegenden fühlte Ramon sich immer, als wäre er in der Zeit zurückgereist. Er genoss dieses Gefühl. Die Stille, der schnell aufhellende, aber noch graue Himmel mit blassen Sternen, die erwachende Natur und das Zwitschern der frühen Vögel, alles schien so schön, so magisch. Die morgendliche Kühle und Frische belebte ihn. Er wollte sich überhaupt nicht trennen. Es geschah einfach, dass die jungen Leute paarweise gingen. Es fühlte sich natürlich an. Vorne unterhielten sich Stefano und Maya fröhlich, während Dolores und Ramon etwas hinterherhinkten. Sie schwiegen, aber die Stille war nicht mehr unangenehm. Beide fühlten sich ruhig und entspannt in der Gesellschaft des anderen, als würden sie sich seit 100 Jahren kennen.
Ramon fasste sich ein Herz und nahm Dolores Hand. Sie widersprach nicht. Im Gegenteil, sie lächelte ermutigend, als hätte er endlich etwas getan, das sie sich schon lange gewünscht hatte. Sie gingen weiter die Kopfsteinpflasterstraße zum Karaoke-Club und Ramon wünschte sich, dass dieser Weg niemals enden würde. Dies war vielleicht der angenehmste und romantischste Moment ihrer fröhlichen Nacht. Du bist sehr schön, sagte Ramon und sah Dolores an und es kam ganz leicht und natürlich heraus. Sie lächelte einfach. Sie antwortete nicht. Was sollte sie auch sagen? Am Bar hatte sich eine Menge versammelt und ein paar Polizeiwagen mit blinkenden Lichtern parkten in der Nähe. Sieht aus, als gäbe es Probleme, sagte Stefano interessiert. Meyers Augen funkelten ebenfalls vor Neugier. Vielleicht sollten wir nicht hingehen? Schlug Dolores vor. Ich würde lieber noch ein bisschen durch die Stadt spazieren. Ramon stimmte ihr zu, aber Maya protestierte sofort. Was redest du da? Meinst du das ernst? Es ist interessant. Und es war tatsächlich interessant. Die Neugier setzte sich durch. In der Menge entdeckten Ramon und Stefano einige Bekannte. Sie informierten die Neuankömmlinge, dass es im Club einen Streit gegeben hatte und jemand ernsthaft verletzt worden war. Ein Krankenwagen war bereits gerufen worden. Ramon drängte sich durch die Menge zum Epizentrum der Ereignisse. Er sah einen Typen, der schnell blass wurde, offensichtlich viel zu viel getrunken hatte. Er saß mit dem Rücken gegen das Gebäude, direkt auf dem staubigen Asphalt. Ein Bein seiner hellen Jeans war blutdurchtränkt. Es schien, als würde der arme Kerl gleich das Bewusstsein verlieren. Ramon erkannte sofort, dass er handeln musste. Er stürmte auf den Typen zu und ricklete sich aus dem Griff eines Polizisten, der versuchte, ihn aufzuhalten. Es ist okay. Er ist Arzt, hörte Ramon Stefanos Stimme hinter sich. Er weiß, was er tut. Wie es in solchen Momenten oft der Fall war, verspürte Ramon einen Anstieg von Kraft und Selbstvertrauen und sein Verstand klärte sich. Er zog einen Schlüsselbund aus seiner Tasche, an dem ein Schlüsselinhänger in Form eines Taschenmessers hing. Ein kleines, zerbrechliches Objekt, aber es genügte, um das Bein des blassen Typen aufzuschlitzen. Ramons Augen begegneten einer tiefen Wunde, es sah aus wie ein Stich. Dunkles, dickes Blut spritzte aus dem Schnitt. Nach den äußeren Anzeichen hatte eine Vene getroffen worden. Nur noch ein wenig mehr und der Blutverlust würde kritisch werden und dann könnte der Kerl nicht mehr gerettet werden. Alles, was gebraucht wurde, war ein Druckverband, bis der Krankenwagen eintraf. Warum hatte niemand in der Umgebung daran gedacht? Mit einer entschlossenen Bewegung riss Ramon einen Stoffstreifen von der Jeans des Verletzten ab und band geschickt und flink einen improvisierten Verband an der richtigen Stelle an. Selbst Erstsemester wissen, wie man einen Druckverband anlegt. Dann bat er die Zuschauer um einen Stift oder Bleistift. Jemand reichte ihm einen Marker und Ramon beendete das Verfahren, indem er die Uhrzeit, zu der der Druckverband angelegt wurde, in großen Ziffern direkt auf den Arm des Typen schrieb. So macht man das. Da hast du, er wird leben, informierte er selbstbewusst die Menge, die jede seiner Bewegungen genau beobachtete. Aber die Meinung von nur einer Person unter den Anwesenden war ihm wichtig, Dolores. Das Mädchen sah ihn mit unverhohlener Bewunderung an. In ihren Augen wirkte er eindeutig wie ein Held. Wie schön sich das anfühlte. Ramon verspürte eine warme Welle, die ihn durchströmte. Er hätte viel gegeben, wenn Dolores ihn so angesehen hätte. Gut gemacht. Du hast den Kerl gerettet, klopfte ihm jemand auf die Schulter. Mit anerkennenden Blicken von den Umstehenden näherte er sich seinen Freunden. Haben Sie eine Vene getroffen? Fragte Stefano sachlich, nachdem er die Situation selbst aus der Ferne richtig eingeschätzt hatte. Ramon nickte kurz. Dann hat er Glück, dass wir vorbeigekommen sind. Andernfalls hätte der Kerl bis zum Eintreffen des Krankenwagens nicht überlebt. Ihr seid Helden, rief Meyer aus und umarmte Ramon. Bei euch verliert man sich nicht. Das sind wir, stimmte Stefano zu und gab sich bescheiden. Was ist mit dir? Er ist der Held, lachte Maya.
Das kann ich auch. So kompliziert ist das nicht. Ramons Handlungen beeindruckten Dolores deutlich. Sie sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an, die Bewunderung ausdrückten. Eine größere Belohnung brauchte er nicht. In der Ferne war das Heulen einer Sirene zu hören, der Krankenwagen war endlich angekommen. Lass uns in die Halle gehen, schlug Ramon vor. Wir wollten schließlich zu Karaoke. Drinnen hatten die Leute immer noch Spaß, die Widerstandsfähigsten blieben bis zum Morgen. Es schien, als hätten sie das Vorfall mit der Verletzung bereits vergessen. Der Barkeeper schenkte Ramon und seiner Gruppe ein Bier aufs Haus ein und dann näherte sich der dankbare Besitzer, ein junger Mann mit einem dichten Bart, der ein helles, buntes Hemd trug. Für euch ist heute alles kostenlos. Wenn du nicht gewesen wärst, Kleiner, hätte ich jetzt eine Leiche hier und das wäre ein ganz anderes Problem und ein Schlag für meinen Ruf. Draußen wurde es hell und die Bar leerte sich schnell. Doch die vier jungen Leute wollten sich immer noch nicht trennen. Wir haben eine tolle Zeit, bemerkte Stefano. Ja, es war eine interessante Nacht. Wir haben alles gemacht, sogar ein Leben gerettet, stimmte Maya zu. Dolores lächelte einfach müde. Es war klar, dass sie bereit war, zu schlafen. Stefano und Ramon gingen kurz nach draußen rauchen und als sie zurückkamen, fanden sie Maya allein an der Bar, Dolores war verschwunden. Wo ist deine Freundin? Fragte Stefano überrascht. Ihr neuer Freund ist gekommen, um sie abzuholen, antwortete Maya. Ein Polizist. Er war heute im Dienst. Er hat ihr heute Morgen eine Nachricht geschickt, gemerkt, dass sie nicht zu Hause war und ist vorbeigekommen, um sie abzuholen. In diesem Moment fühlte Ramon einen stechenden Enttäuschung. Noch vor kurzer Zeit hatte er sich glücklich gefühlt, so viel Zeit mit Dolores verbracht zu haben. Sogar ihre Hand gehalten. Und nicht nur das, er hatte vor ihren Augen eine Person gerettet und sich als echter Held präsentiert. Und jetzt das. Also hatte Dolores wirklich jemanden Besonderen und anscheinend war ihre Beziehung ernst. Sind sie ernst? Fragte Ramon Maya, die scheinbar über das Privatleben ihrer Freundin Bescheid wusste. Ich weiß nicht, zuckte das Mädchen mit den Schultern. Ich mag diesen Paolo von ihr überhaupt nicht. Er ist besitzergreifend. Eifersüchtig, vertraut ihr nicht, versucht, ihr Dinge zu verbieten. Er ist auch langweilig. Er sieht okay aus, irgendwie süß. Und er hat Geld. Aber ich könnte nicht einen Tag mit so einer erstickenden Person verbringen. Ramon nickte. Stefano schlug vor, einen Spaziergang zum Fluss zu machen und schwimmen zu gehen, weg von der Brücke, wo es Leute gab. Maya war begeistert von der Idee. Aber für Ramon. Wenn Dolores bei ihnen gewesen wäre, hätte er gerne die Unternehmung fortgesetzt. Aber jetzt, wo sie weg war, verlor er jegliches Interesse an der Unterhaltung. Was ist mit dir los? Maya umarmte ihn. Ich sehe, dass du Dolores magst. Sie ist eine Schönheit, das steht fest. Vielleicht merkt sie, was für ein Trottel Paolo ist. Ich kann durch Menschen hindurchsehen, vertrau mir. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich auch nicht, sagte Ramon, ohne Paolo jemals gesehen zu haben. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ramon rief ein Taxi und ging nach Hause, trotz Mayas und Stefanos Bitten. Er schloss leise die Tür auf und schlich in sein Zimmer, wo er sich auf sein Bett legte. Aus dem angrenzenden Schlafzimmer kam das leise Atmen seiner Eltern. Zum ersten Mal dachte Ramon darüber nach, wie er immer noch in seinem Kinderzimmer schlief, wie ein kleiner Junge. Dabei war er schon 22, studierte und verdiente sogar Geld. Die meisten seiner Freunde lebten noch bei ihren Eltern, also hatte er zuvor nicht viel darüber nachgedacht. Er fühlte sich auch nicht besonders erwachsen. Oder vielleicht war er immer noch der Junge, der nicht ganz würdig für ein Mädchen wie Dolores war? Paolo war älter, fuhr sein eigenes Auto, lebte in einer Wohnung. Dieser unbekannte Mann konnte Dolores viel mehr bieten als er, ein Praktikant, der sich gerade erst zurechtfand. Nein, er würde nicht so leicht aufgeben. Niemand hatte jemals so starke Gefühle in ihm geweckt. Und wie Ramon vermutete,
würde es wahrscheinlich auch niemand jemals wieder tun. Er würde für sein Glück kämpfen. Mit dieser Entscheidung fühlte er sich besser und fiel in einen Schlaf. Am nächsten Tag fand Ramón Dolores Profil in den sozialen Medien. Es war einfach, sie war natürlich mit Maya befreundet. Er verbrachte lange damit, ihre Fotos zu bewundern. Sie war wirklich umwerfend, in jeder Situation. Ob in einer frischen weißen Bluse nach einer Prüfung, in kurzen Shorts und einem Tanktop mit Freunden am Datschen oder zu Hause in einem langen T-Shirt mit einer dicken Katze in ihren Armen. Besonders interessant waren die frischen Fotos, auf denen Dolores in einem Fitnessstudio posierte. Sie war mit der Mieter, die früher gegangen war, und einem weiteren, unbekannten Mädchen. Ramón vergrößerte das Bild, um den Namen des Fitnessstudios im Spiegel hinter den Mädchen zu lesen: Citrus Fitness Center. Es schien, als würde Dolores dort trainieren. Nun wusste Ramón, wie er ein scheinbar zufälliges Treffen mit ihr inszenieren konnte. An mehreren Abenden in Folge legte Ramón all seine Aufgaben und Hobbys beiseite und wartete. Er setzte sich in einen Pavillon in der Nähe des Fitnessentürs, von wo aus er einen klaren Blick auf den Eingang hatte. Der Junge wartete auf Dolores. Es war wichtig für ihn zu verstehen, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten sie erschien. Der erste Abend der Überwachung war erfolglos. Doch bei der nächsten Gelegenheit tauchte sie auf: Dolores, Damita und eine dritte, unbekannte Freundin. Fröhlich plaudernd flogen sie durch die Türen des Fitnessentürs. Schon aus der Entfernung verspürte Ramón eine Welle von elektrischer Aufregung, als er sie sah. Gänsehaut überlief seinen Rücken und seine Arme und Blut raste ihm in die Wangen. Was für eine Reaktion! Bald fand er Dolores Trainingspläne heraus: Dienstag, Donnerstag und Freitag bis 20 Uhr. Ramón kaufte sich eine Mitgliedschaft für diese Zeiten. Am kommenden Dienstag war Ramón schließlich fleißig auf dem Laufband beschäftigt, da es ihm ermöglichte, den Eingang zum Fitnessstudio im Auge zu behalten. Endlich erschien sie! Zu Ramons Freude war Dolores an diesem Tag allein gekommen, ohne ihre gewohnten Begleiter. Sie sah ein wenig distanziert aus, vielleicht sogar traurig. Sie steckte sich die Kopfhörer ins Ohr und ging tiefer ins Fitnessstudio. Ramón holte ein paar tiefe Atemzüge, fasste sich ein Herz und ging ihr nach. Dolores strahlte bei ihrem Treffen förmlich auf, Freude erhellte ihre Augen. Die Traurigkeit und Melancholie schienen zu verschwinden. Was für ein Zufall! Rief sie überrascht. Ein zufälliges Treffen. Ramón lächelte in sich hinein. Ein zufälliges Treffen? Zufall? Wenn sie nur wüsste, von seiner Recherche in den sozialen Medien und seiner fast einwöchigen Wachsamkeit am Eingang des Fitnessstudios. Ramón und Dolores begannen, sich regelmäßig im Fitnessstudio zu treffen. Sie redeten, lachten, scherzten und diskutierten über eine Vielzahl von Themen. Manchmal hielten sie nach dem Training in einem nahegelegenen Eiscafé an, oft begleitet von Damita und Irene, die Dolores fast immer begleiteten. Ramón fiel sofort in die Freundschaftszone. Es gab keine Anzeichen von Romantik wie bei ihrem ersten Treffen. Er erinnerte sich an ihren Spaziergang zur Karaoke-Bar, als er Dolores Hand hielt. Damals hatte es ihr nichts ausgemacht. Im Gegenteil, sie schien glücklich und zufrieden zu sein. Das waren sehr angenehme Momente. Damals schien alles möglich zu sein, dass sie definitiv zusammen sein würden und Ramón würde alles tun, um sie glücklich zu machen. Aber ihre Interaktionen im Fitnessstudio hatten keinen romantischen Unterton. Dolores mochte Ramón offensichtlich, aber sie behandelte ihn wie einen Freund oder Kommilitonen aus der Universität. Manchmal kam Paulo, um sie abzuholen, nach dem Training. Groß, gepflegt, stillvoll. Er kam in einem teuren Auto, wartete mit dem Ellbogen aus dem Fenster und spielte mit seiner dunklen Sonnenbrille. Er sah aus wie ein Mann, der die Welt besaß und sich entsprechend verhielt. Er behandelte Dolores mit einer Art Herablassung, fast besitzergreifend. Beim Anblick von Paulo schien Dolores Fröhlichkeit und Ausstrahlung zu verblassen. Sie wurde ernst, gefasst und irgendwie reifer, unnatürlich. Ramón wollte oft mit ihr über diese Beziehung sprechen, mehr über ihre Gefühle für Paulo erfahren, fragen, ob sie glücklich sei.
aber das waren zu persönliche Fragen. Ramon fühlte, dass er kein Recht hatte, sie zu stellen, noch nicht. Er plante, mit Dolores zu sprechen, ihr seine Gefühle zu gestehen, zu teilen, was er fühlte, wenn er mit ihr war. Aber er verstand, dass dies das Ende ihrer Beziehung bedeuten könnte. Selbst diese freundschaftlichen Treffen und herzlichen Gespräche waren weit besser als nichts. Und so blieb er still, spielte weiterhin die Rolle des guten Freundes, mit dem es Spaß machte, Witze zu reißen, neutrale Themen zu diskutieren und sogar ein wenig zu tratschen. Ramon träumte. Er träumte ständig davon, dass sich bald alles ändern würde und war mit dem zufrieden, was er hatte. Das Wichtigste war, dass er ihr nahe war. Dolores mochte ihn eindeutig. Sie genoss es, mit ihm zusammen zu sein. Vielleicht würde sich mit der Zeit alles von selbst klären. Dolores würde sich von dem arroganten, perfekten Paulo langweilen. Aber am Ende kam alles anders, als Ramon gehofft hatte. Natürlich verlief alles, wie immer, aus dem Ruder. Es war ein ganz normales Training. Paulo hatte Dienst, daher holte er seine Liebste an diesem Abend nicht ab, was es Ramon erlaubte, im angenehmen Beisein von Dolores und ihren Freunden durch den Park zu spazieren. Die Mädchen plauderten fröhlich und diskutierten über den neuen Trainer. Ramon machte rechtzeitig Witze, die bei den Freunden für Lachen sorgten. Dann stellte eines der Mädchen, es schien Irene zu sein, Dolores eine Frage, die Ramons Herz zusammenzucken und kalt werden ließ. Hast du schon ein Kleid ausgesucht? Meine Bekannte hat ihr Outfit im Brautmodensalon Athena bestellt. Es stellte sich als so atemberaubendes Kleid heraus wie das einer Königin. Ein Brautmodensalon? Ein Kleid? Ramon versuchte verzweifelt, sich ein Szenario auszumalen, in dem Dolores nicht plante, zu heiraten. Ich habe das Kleid, die Handschuhe und den Schleier bereits bestellt, zerstörte Dolores seine schwache Hoffnung. Ich wollte es dir nicht sagen. Ich dachte, ich würde dir Fotos von der Anprobe schicken, wenn alles bereit ist. Du wirst auf jeden Fall eine atemberaubende Braut sein, sagte Damita verträumt. Mit deiner Figur solltest du in einem Katalog oder einer Werbung abgebildet werden. Ganz sicher. Du heiratest? Fragte Ramon mit zitternder Stimme. Ja, antwortete das Mädchen einfach und lächelte. Nächsten Monat. So bald? Konnte der Junge nicht anders, als zu fragen. Warum so bald? Dolores zuckte mit ihren zarten Schultern. Ich denke, es ist genau die richtige Zeit. An diesem Abend konnte Ramon nicht schlafen. Er wälzte sich bis zur Dämmerung hin und her. Er scrollte durch Dolores, soziale Medien und erinnerte sich an jedes Detail ihrer Interaktionen. Er schimpfte mit sich selbst, weil er seine Gefühle nicht früher gestanden hatte, weil er Angst und Zögern verspürt hatte. Vielleicht hätte sein Geständnis etwas geändert. Und jetzt gäbe es keine Gespräche über Kleider, Hochzeiten und Familienleben. Er beschloss, einen Versuch zu wagen. Zumindest es zu versuchen. Schließlich hatte er nichts mehr zu verlieren. Während der nächsten Trainingseinheit rief er Dolores in die leere Lobby. Wir müssen reden, sagte er zu ihr, während sie auf dem stationären Fahrrad trat. Sie war überrascht, folgte ihm aber. Bald fanden sie sich in der Lobby wieder, wo sonst niemand war. Sie setzten sich auf eine Ledercouch hinter einer Palme. Dolores sah Ramon fragend an und lächelte. Neugier funkelte in ihren Augen. Er nahm ihre Hand, als ob es in einer altmodischen Romanze wäre. Zum Glück zog sie sich nicht zurück, sondern sah nur etwas überrascht aus. Und Ramon erzählte ihr. Er hatte es viele Male geübt, die Worte vor dem Spiegel so zu wählen, dass sie überzeugender klangen, aber in diesem Moment war das alles nicht nötig. Die Worte kamen direkt aus dem Herzen, aufrichtig, eindringlich, warm. Das Geständnis floss überraschend leicht. Ramon, Dolores sah ihn mit einer Mischung aus Zärtlichkeit und Bedauern an. Ramon verstand alles aus ihrem Blick, sie musste nichts sagen. Ramon, du hast mich einfach umgehauen. Ich habe die Zuneigung bemerkt und es war sehr schön, aber ich hätte nie gedacht, dass es so ernst ist. Und es tut mir leid, dass ich dich nicht glücklich machen kann.
Ich heirate, verstehst du? Liebst du ihn? Platzt es plötzlich aus Ramon heraus. Bist du dir sicher, dass du die richtige Entscheidung triffst? Natürlich bin ich mir sicher. Du siehst nicht glücklich mit ihm aus. Das ist nicht deine Entscheidung. Du hast recht, Ramon senkte den Kopf, nicht wissend, was er sonst noch sagen sollte. Bis zu diesem Moment hatte er an der Hoffnung festgehalten, einer schwachen, flüchtigen Hoffnung, aber sie existierte. Jetzt jedoch gab es für ihn keine Chance mehr auf ein Happy End. Du bist wirklich gut. Hübsch, nett, witzig und natürlich klug. Ich bin sicher, du wirst ein talentierter Arzt. Jedes Mädchen würde sich freuen, mit jemandem wie dir zusammen zu sein. Aber nicht du, sagte Ramon mit einem traurigen Lächeln. Du wirst ein Mädchen treffen, das dich verdient. Und für uns sollten wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ramon nickte und ging direkt in die Umkleidekabine. Er hatte nicht vor, ins Fitnessstudio zurückzukehren. Es hatte jetzt keinen Sinn mehr. Der Junge ging allein durch den Park. Das war's. Seine Träume von Dolores waren vorbei. Sie wünschte ihm, ein verdientes Mädchen zu finden. Wie albern das klang. Könnte jemand anderes jemals die gleichen Gefühle in ihm hervorrufen wie Dolores? Ramon zweifelte ernsthaft daran. Er wünschte, er hätte diese Schönheit niemals gesehen, sie niemals getroffen. Warum war er an diesem Abend überhaupt in diese Rockbar gegangen? Er könnte jetzt friedlich leben. Dolores hatte gesagt, es wäre besser, sich nicht mehr zu sehen. Ramon respektierte diese Entscheidung. Sie hatte jedes Recht dazu, aber trotzdem trafen sie sich noch ein weiteres Mal. Er dachte lange darüber nach und entschied, dass er etwas als Andenken für das erstaunliche Mädchen hinterlassen sollte, das seine Welt auf den Kopf gestellt und ihn zu einem ganz anderen Menschen gemacht hatte. Und natürlich musste es ein Ring sein. Der genaue Ring in Form eines zarten ewigen Kranzes, den ihm seine Mutter zur Volljährigkeit geschenkt hatte, mit den Worten, er sei für diejenige bestimmt, die Ramon wirklich lieben würde, die wichtigste Frau in seinem Leben. Er hatte keinen Zweifel, dass dies Dolores war. Ja, sie waren nicht dazu bestimmt, zusammen zu sein, aber Ramon wollte wirklich, dass Dolores diesen Ring bekam. Er setzte seine Überwachung des Fitnessentürs fort und wartete auf den Moment, als Dolores allein herauskommen würde. Es passierte gelegentlich, aber nicht oft weniger häufig, als er sich gewünscht hätte. Schließlich, am dritten Abend seiner Beobachtungen, hatte er Erfolg. Damita und Irene hatten ihr Training ausgelassen. Paolo war anscheinend wieder im Dienst und holte Dolores nicht ab, sodass sie allein in Richtung Park ging. Ramon folgte ihr, hielt Abstand. Er bewunderte aus der Ferne ihre durchtrainierte Figur, ihren leichten Gang, ihr fließendes, glänzendes Haar und schließlich fasste er sich ein Herz. Er holte sie ein, lächelte. Er wollte sie wirklich umarmen, dachte aber, das wäre zu viel. Hi, lächelte Dolores. Zwischen ihnen gab es keine Peinlichkeit. Mach dir keine Sorgen, ich steig dich nicht. Ich habe keine Angst. Du bist nicht so ein Typ, das ist offensichtlich. Ich verstehe alles. Du heiratest und all das, aber ich bitte dich wirklich, dieses Geschenk von mir anzunehmen. Ich möchte, dass du diesen Ring bekommst. Ich kann nicht. Er ist so kostbar. Es fühlt sich seltsam an. Ramon sah die Bewunderung in Dolores' Augen, als sie den Ring betrachtete. Sie gefiel ihm offensichtlich sehr. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er ihre zarte Hand und schob das Familienerbstück auf ihren Zeigefinger. Es stellte sich als etwas locker heraus. Nach einem kurzen Überlegen zog sie einen dünnen Silberring von ihrer anderen Hand und steckte ihn über den Kranz, wodurch das Schmuckstück sicher fixiert wurde. Danke. Es ist einfach unglaublich. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Es gibt nichts Vergleichbares. Man hat mir gesagt, ich solle es dem Mädchen geben, das ich liebe. Das bist du. Also gehört es definitiv dir und niemand anderem. Danke, wiederholte Dolores und bewunderte den Ring. Ich werde ihn die ganze Zeit tragen. Ich hoffe,
Du wirst diese Geste nicht bereuen. Ramón lächelte. Jetzt hatte Dolores ein Andenken an ihn. Wenigstens das. Und noch eine Sache. Wisse, dass, wenn etwas passiert, wenn du Hilfe brauchst, du dich einfach an mich wenden kannst. Ruf an, schick eine Nachricht, komm vorbei. Egal was. Ich helfe dir gerne. Okay, lächelte Dolores. Du bist sehr gut. Sie gingen ein Stück weiter die Straße entlang in Stille. Dann wandte sich Dolores zur Bushaltestelle. Ihr Bus näherte sich gerade, also beschleunigte sie ihren Schritt. Ramón sah ihr nach, bis sie durch die Schiebetüren verschwand. Und das war's. Das Leben ging wie gewohnt weiter. Ramón ging nicht mehr ins Fitnessstudio, aber er beobachtete Dolores soziale Medienseite fast jeden Tag. Doch es gab nichts Neues. Keine Fotos, keine Videos, keine Posts. Ramón studierte, arbeitete, sammelte Erfahrung und fand allmählich seinen Platz in seinem Beruf. Er erkannte, dass die Chirurgie definitiv seine Berufung war. Der junge Mann erhielt Lob und Ermutigung von erfahrenen Kollegen, die sagten, er werde ein großartiger Arzt. Das machte ihn natürlich glücklich, aber die Gedanken an Dolores verfolgten ihn weiterhin. Trotz seines vollen Terminkalenders und der Fülle an Erfahrungen und Veränderungen in seinem Leben versuchte er sich vorzustellen, wie es ihr jetzt ging. Fragen wirbelten in seinem Kopf. War sie glücklich? Behandelte ihr Ehemann sie gut? Trug Dolores seinen Ring? Dachte sie wenigstens manchmal an ihn? Eines Tages, etwa 6 Monate nach ihrem letzten Treffen, traf Ramón Maya in einer Bar. Wie immer war sie fröhlich, etwas betrunken und sehr lebhaft. Sie warf ihre Arme um ihre alte Bekannte. »Wie geht es dir?«, fragte sie. »Ich habe gehört, du wirst ein talentierter Chirurg. Ich bin stolz auf dich.« »Ja, ich arbeite langsam«, antwortete Ramón ausweichend. Er freute sich, sie zu sehen. Maya war eine lebhafte und fröhliche Person, eine wahre Freundin. Außerdem wusste sie sicherlich etwas über Dolores Leben. Sie unterhielten sich ein wenig über zufällige Themen und dann stellte Ramón schließlich die Frage, die ihn interessierte. »Ich habe nur darauf gewartet, dass du fragst«, grinste Maya. »Es geht dir gut.« »Sie haben geheiratet und dann wurde Paulo in die Hauptstadt versetzt, also sind sie beide weggezogen. Ich habe sie sogar dort besucht. Ihre Wohnung ist erstaunlich. Der Ausblick aus dem Fenster ist großartig. Ist Dolores glücklich? Wahrscheinlich. Wie könnte sie nicht glücklich sein? Es ist schwer, in so einer Wohnung traurig zu sein. Sie hat einen guten Job in der Hauptstadt gefunden. Paulos Verwandte haben ihr geholfen. Also läuft alles großartig für sie. Und wie ist ihr Ehemann? Er schien mir ein bisschen unangenehm. Weißt du, ich denke das auch. Er ist kein großartiger Typ. Er ist sehr von sich selbst eingenommen, zu egozentrisch. Ich denke, Dolores verdient Besseres. Bereut sie es, geheiratet zu haben? Wer weiß das jetzt, sagte Maya nachdenklich. Vielleicht mag sie so eine Behandlung. Beschützerisch. Weißt du, sie hatte nie einen Vater und jetzt gibt es Paulo. Er ist erwachsen, selbstbewusst, stark. Sie nimmt wahrscheinlich die Einschränkungen, die er ihr auferlegt, als Fürsorge wahr. Und sie will mir nicht einmal zuhören. Einschränkungen? Ja. Mit wem sie sprechen kann, was sie tragen soll, wo sie hingehen darf. Sogar wo sie arbeiten soll. Dolores besteht darauf, dass es nur daran liegt, dass er sie so sehr liebt und sich um sie sorgt. Nun, ich weiß nicht. Klingt nach Patriarchat und Mittelalter, fasste Ramón zusammen. So dachte ich auch. Aber das Wichtigste ist, dass Dolores damit einverstanden ist. Sie war schon immer so. Wenn ihr etwas nicht gefällt, geht sie einfach und schaut nicht zurück. Wenn sie zusammenleben, bedeutet das, dass es ihr gefällt. Dann zog Maya nach einer Weile ebenfalls in die Hauptstadt.
Es gab niemanden mehr, der etwas über Dolores Schicksal erfahren konnte. Das Leben drehte sich und verging. Fast 20 Jahre vergingen unbemerkt. Ramón dachte jeden Tag an Dolores, aber jetzt war es mehr wie ein Traum oder eine Fantasie ohne Hoffnungen oder Pläne. Das Bild dieses Mädchens beeinflusste Ramons Leben. Er verglich alle seine Bekannten mit Dolores und keiner von ihnen entsprach dem Ideal. Das hinderte ihn ein wenig daran, ernsthafte Beziehungen einzugehen. Es war schwer, sich mit weniger als den überwältigenden Gefühlen zufrieden zu geben, die er in seiner Jugend erlebt hatte. Stefano kannte Ramons Geheimnis. Er und niemand sonst. Du hast sie idealisiert, sagte Stefano oft zu seinem Freund. Du hast dir eine Fantasie ausgedacht. Du willst einfach nicht heiraten, also hast du einen Grund erfunden, eine platonische, unerwiderte Liebe. Also bist du nicht nur Chirurg, sondern auch Psychologe? Nun, warum nicht? Jeder Arzt sollte ein bisschen Psychologe sein. Das haben sie uns im ersten Jahr gesagt. Aber Ramón wusste, dass Stefano falsch war. Dolores war tatsächlich die Liebe seines Lebens geworden, auch wenn sie sich nur ein paar Monate gekannt hatten. Es spielte keine Rolle. Die Gefühle, die Emotionen, die Energie waren das, was zählte. So vergingen viele Jahre und plötzlich sah Ramón unerwartet einen Ring. Denselben Ring am Finger einer Patientin. Am Finger von Manuela, die jetzt ihm gegenüber saß. Eine völlig Fremde, mit der Ramón seine Geschichte geteilt hatte, und sie stellte sich als die perfekte Zuhörerin heraus. Sie unterbrach ihn nicht, nahm jedes Wort aufmerksam auf, lächelte manchmal oder seufzte traurig. Nach so einer Offenbarung würde Manuela ihm sicher erzählen, woher sie diesen Ring hatte. Die Frau kannte Dolores offensichtlich und etwas war mit Dolores passiert. Sie benötigte wahrscheinlich Hilfe. Wir sind Kolleginnen, sagte Manuela schließlich. Wir arbeiten in derselben Firma. Sie hat vor nicht langer Zeit bei uns angefangen. Und übrigens, das ist nicht ihr einziger Job. Dolores leitet nebenbei ein paar kleine Firmen. Ich weiß nicht, wann sie sich jemals ausruht. Oder ob sie das überhaupt tut. Dolores hat sich in eine sehr schwierige Situation gebracht. Ramón hörte aufmerksam zu. Dolores war in Schwierigkeiten. Er würde definitiv bald helfen gehen, aber jetzt musste er so viele Informationen wie möglich über die Situation sammeln, um zu wissen, womit er es zu tun hatte und zu verstehen, wo er in dieser riesigen Stadt nach Dolores suchen sollte. Die Frau erzählte, dass sie und Dolores schnell eng befreundet wurden. Sie waren im selben Alter, hatten ähnliche Arbeitsaufgaben und vieles gemeinsam. Lieblingsfilme, Gerichte und sogar Modestühle. Am wichtigsten war, dass beide gescheiterte Ehen erlebt hatten. Mit unterschiedlichen Folgen, aber dennoch. Sie ist eine wirklich gute, aufgeschlossene Person. Immer bereit zu helfen und zu ermutigen. Es ist schade, dass sie auf so einen Schuft wie ihren Ex-Mann gestoßen ist. Es stellte sich heraus, dass Dolores nur eine relativ glückliche Familienzeit für kurze Zeit genossen hatte, höchstens die ersten 5 Jahre. Danach begannen Paulos herablassende Haltung und patriarchalischen Neigungen schwer auf ihr zu lasten. Dolores dürfte nach der Arbeit nicht länger mit Kollegen auf einen Café bleiben. Ihr Ehemann ließ sie nicht mit Freunden in Clubs gehen. Er hatte sogar ein genaues Auge auf ihren Kleiderschrank. Keine bauchfreien Tops oder kurzen Röcke erlaubt. Figurbetonte Kleider waren ebenfalls tabu. Nur zu Hause vor ihrem Ehemann dürfte Dolores feminin aussehen. An allen anderen Orten musste sie ihre natürliche Schönheit unter sackgürtigen Outfits verstecken. Dolores hat mir erzählt, dass sie einmal versucht hat, sich ihrem Ehemann zu widersetzen, fuhr Manuela fort. Aber als Antwort hörte sie eine Reihe von verletzenden Beleidigungen. Das Schlimmste war, dass sie entschied, einige davon seien völlig wahr. Eine Zeit lang gab sie sich selbst die Schuld, zu stur und widerspenstig zu sein und versuchte, Paulo in allem zu gefallen. Es gab keine Kinder in der Ehe. Wie sich später herausstellte, war das ein Segen. Aber damals sehnte sich Dolores verzweifelt nach einem Baby. Paulo träumte ebenfalls von Nachkommen und gab natürlich seiner Frau die Schuld an allem.
Dolores unterzog sich Tests, die bewiesen, dass ihr Körper eine ideale Maschine zur Produktion von Kindern war. Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Dann war Paolo dran. Er wollte sich nicht testen lassen und verzögerte den Moment so lange wie möglich. Aber schließlich überwog sein Wunsch nach Kindern seine Abneigung und er ging zum Arzt. Auch bei ihm wurde festgestellt, dass er gesund war. Später wurde der Grund für das Fehlen von Kindern in der Ehe entdeckt: immunologische Unfruchtbarkeit. Irgendwie eine Art Allergie. Dolores konnte die Mutter eines Kindes von jedem anderen Mann werden, aber nicht von Paolo. Ramon konnte sich ein überraschtes Seufzen nicht verkneifen. Seine Intuition hatte ihn also nicht getäuscht. Es schien, als hätte er nicht Unrecht gehabt, zu denken, dass Dolores und Paolo nicht zueinander passten. Das war sogar auf physiologischer Ebene offensichtlich. Dolores bestand auf Adoption. Sie wollte einem geliebten Kind Wärme und Fürsorge geben. Aber Paolo blieb stur. Er wollte keine Kinder von anderen. Punkt. Während Manuelas Erzählung fragte sich Ramon, warum Dolores Paolo nicht verlassen hatte. Warum tolerierte sie so eine Behandlung? Laut Maya war sie nicht der Typ Mensch, der das hinnehmen würde, was ihr nicht gefiel. Offensichtlich hatte Paolo in diesem Moment geschafft, sie zu brechen. Er hatte sie überzeugt, dass sie schuld war und dass sie niemand außer ihm brauchte. Solche Menschen haben heute viele Namen. Das Paar lebte weiterhin zusammen. Von außen schien es, als wären sie eine ideale Familie. Sie pflegten Kontakte zu Freunden, machten Urlaub, renovierten ihr Zuhause und wechselten die Autos. Aber sie trafen sich immer mit Paulos Freunden und Dolores war gezwungen, mit deren Frauen umzugehen. Und sie mochte sie nicht, rief die Erzählerin empört aus. Es war offensichtlich, dass sie sich wirklich um ihre Freundin sorgte. Sie konnte sie nicht ausstehen. Sie waren alle älter, kannten sich schon lange und hatten überhaupt keinen Sinn für Humor. Als Dolores versuchte, Witze zu machen, schauten die Damen sie an, als wäre sie verrückt. Außerdem kritisierten sie sie ständig und versuchten, mit Bemerkungen zu verletzen. Sie waren wahrscheinlich eifersüchtig, denke ich. Dolores ist eine Schönheit. Ich bin sicher, ihre Ehemänner schauten sie an, und diese verbitterten Frauen waren wütend und versuchten, sich auf jede erdenkliche Weise an ihr zu rächen. Dolores bat Paolo, diese Treffen zu beenden und schlug vor, dass er ohne sie zu Grillöbenden ging und erklärte, wie schwierig es für sie war, unter Frauen zu sein, die sie eindeutig hassten. Doch Paolo reagierte empört und beschuldigte seine Frau, sich zurückzuziehen und unkommunikativ zu sein. Er warf ihr sogar vor, ihn, ihren eigenen Ehemann, zu missachten. Sie waren völlig falsch füreinander. Ich habe ihn einmal nach der Scheidung gesehen. Paolo kam in unser Büro, damit Dolores etwas für ihn unterschrieb. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie überhaupt in ihm gesehen hat. Ramon nickte zustimmend. Manuela hatte dasselbe bemerkt wie er vor vielen Jahren. So lebten sie lange so. Dolores ertrug die Beleidigungen ihres Mannes, folgte seinen Regeln und versuchte, nicht mit ihm zu streiten. Vielleicht liebte sie ihn sogar auf ihre eigene Artikel. Was könnte sonst solches Durchhaltevermögen erklären? Es wurde nur schlimmer. Paolo begann, sich außerhalb der Beziehung zu vernetzen. Dolores bemerkte das an seiner fröhlichen Ausstrahlung, an den Anrufen, die er abends erhielt, und am Duft einer anderen Frau auf seiner Kleidung. Sie fühlte sich nicht eifersüchtig. Nein. Sie war fast froh über diese Wendung der Ereignisse. Denn Paolo wurde irgendwie freundlicher. Er kritisierte weniger, machte ihr Komplimente und versuchte, sie mit Geschenken zu erfreuen. Dann geschah eines Tages etwas, das Dolores schließlich dazu brachte, einen entschlossenen Schritt zu wagen. Sie hatte viel ertragen, aber nicht dies. Sie wusste genau, dass ihr Ehemann sich leichte, unverbindliche Affären erlaubte und glaubte daher, dass sie jedes moralische Recht hatte, sich außerhalb des Hauses zu vergnügen. Nein, sie plante nicht, ihren Mann zu betrügen, aber Dolores vermisste es, mit Freunden in Cafés abzuhängen. Sie wollte in Clubs tanzen und sich entspannen. Also nahm sie eines Tages, ohne die Erlaubnis ihres Mannes einzuholen,
eine Einladung zu einer Geburtstagsfeier einer Kollegin an. Sie erzählte mir, dass sie sich bei dieser Feier lange nicht mehr so glücklich und frei gefühlt hatte. Dolores hatte Spaß, tanzte und scherzte. All das hob ihre Stimmung, ließ sie sich lebendig, attraktiv und energiegeladen fühlen. Dolores verlor das Zeitgefühl und vergaß ihr Handy, das unter einem Haufen verschiedener Dinge in ihrer Handtasche vergraben war. Sie machte sich keine Sorgen um Paolo. Er war im Dienst. Oder vielleicht war das nur eine Ausrede, um sich mit einer anderen Geliebten zu treffen. Dolores machte sich damals nicht besonders viele Gedanken darüber. Das Wichtigste war, dass ihr Mann bis zum Morgen nicht nach Hause kommen würde, was bedeutete, dass sie völlig frei war. Paolo war an diesem Tag tatsächlich im Dienst. Er rief seine Frau mehrere Male an, um nach ihr zu sehen, aber sie ging nicht ans Telefon. Die Leitung klingelte, also war das Handy offensichtlich nicht tot, aber seine Frau hatte keine Eile, abzuheben. Vielleicht hatte sie ihr Handy bei der Arbeit gelassen? Diese Zerstreute würde so etwas tun. Das war schon vorher passiert. Mehr als einmal. Am Morgen kehrte Paolo in eine leere Wohnung zurück. Dolores hatte offensichtlich nicht dort übernachtet. Das Bett war ordentlich gemacht, genau wie am Morgen. Dolores hatte einfach das Zeitgefühl verloren. Sie hatte so viel Spaß und fühlte sich so gut wie lange nicht mehr, dass sie nicht auf die Stunden und Minuten achtete. Die Geburtstagsfeier war ein großer Erfolg gewesen. Als sie merkte, dass es morgen war und nicht einmal so früh, hob sie ihr Handy auf. Sie war gerade dabei, ein Taxi zu rufen. Zu Hause wurde sie von einem wütenden Ehemann empfangen. Dolores versuchte zu erklären, dass sie auf der Geburtstagsfeier einer Kollegin gewesen war. Sie hatte ihrem Mann von der Feier nur deshalb nichts gesagt, weil sie wusste, dass er dagegen wäre. Aber sie musste sich verzweifelt entspannen, ausruhen und Spaß haben. Das hatte sie schon so lange nicht mehr gehabt. Natürlich verstand Dolores, dass Paolo wütend sein würde. Sie erwartete Anschuldigungen, Beleidigungen, Drohungen, aber sie konnte sich nie so eine Reaktion von ihm vorstellen. Paolo schlug sie. Mit einer Rückhand. Über die Wange. Zum ersten Mal. So fest, dass Dolores gegen die Wand flog und sich die Schulter anstieß. Die Augen des Mannes brannten vor wahnsinniger Wut. Dolores sagte mir damals, dass sie Angst hatte. Dass sie noch nie so um ihr Leben fürchtete. Paolo sah aus wie ein Mann, der zu allem fähig war. Er ging auf sie zu, packte sie am Haar, riss sie auf die Beine und schlug sie dann erneut. Diesmal mit der Faust. Direkt in den Bauch. Die Frau schnappte vor Schmerz nach Luft, aber die Angst war viel stärker. Danach warf Paolo seiner Frau einige beleidigende Worte entgegen und verschwand im Wohnzimmer. Er knallte die Tür so fest zu, dass der Putz von der Decke fiel und die Scheiben in den Fenstern klirrten. Dolores schloss sich dann im Badezimmer ein, drehte das Wasser auf und weinte. Die Tränen vermischten sich mit dem kalten Wasser und flossen in den Abfluss. Die Frau erkannte deutlich, dass sie nicht länger mit Paolo leben konnte. Während Ramon das hörte, ballte er wütend die Fäuste und grub seine Nägel in seine Haut. Lange Zeit blieben tiefe Abdrücke auf seinen Handflächen zurück. Wie? Wie konnte Paolo es wagen, die zarte, wehrlose, strahlende Dolores anzufüßen? Mehr als alles andere wollte Ramon diesem Monster von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Er wusste, dass dieses Treffen stattfinden würde. Es musste geschehen. Und der Schuft würde bekommen, was er verdiente. In der Zwischenzeit erzählte Manuela weiter. Dolores kam aus dem Badezimmer, packte schnell einen Rucksack mit den notwendigsten Dingen, erinnerte sich daran, ihre Dokumente mitzunehmen und verließ das Haus. Sie lief einfach ins Nichts, nur um weit weg von dem wilden Tier zu kommen, das viele Jahre ihr Ehemann gewesen war. Dolores rief ihre Freundin Maya an, die schon lange in der Hauptstadt lebte. Maya schnappte nach Luft und seufzte, als sie Dolores Geschichte hörte, schimpfte auf Paolo, den sie nie gemocht hatte, und bot ihr vor allem eine vorübergehende Lösung für das Wohnproblem an. Sie übergab ihr die Schlüssel zum Sommerhaus ihrer Schwiegereltern. Die verbrachten den Großteil des Jahres im Ausland, sodass das Haus in dieser Zeit leer stand.
Warum sollte Dolores nicht dort wohnen? Es war nicht so weit von der Stadt entfernt. Also zog Dolores in das Sommerhaus ein. Dort fühlte sie sich wohl und in Frieden. Zum ersten Mal seit langem tat sie, was sie wollte und wann sie wollte. Sie war ihre eigene Herrin. Die Natur und die umliegenden Landschaften halfen ihr bei der emotionalen Heilung. Natürlich rief Paolo sie an, bat um Verzeihung, flehte sie an, zurückzukommen und gab sich die Schuld. Dann, als diese Taktik nicht funktionierte, griff er zu Drohungen und warnte sie, dass sie nicht davonkommen würde, wenn sie nicht zur Besinnung käme. Dolores reichte die Scheidung ein. Als Paolo davon erfuhr, war er wütend. Nun wartete er nach der Arbeit auf sie, manchmal mit einem Blumenstrauß, sah erbärmlich und reuevoll aus, manchmal mit Drohungen und Anschuldigungen. Er wollte Dolores nicht gehen lassen. Offensichtlich liebte er sie auf seine Weise, aber sie. Nach dem, was passiert war, konnte sie nicht mehr in der Nähe ihres Ehemanns sein. Paolo tat alles, um den Scheidungsprozess hinauszuzögern, erschien nie vor Gericht und flog oft ins Ausland wegen angeblich dringender Geschäfte. Erst später verstand Dolores, worum es dabei ging. Sie wusste genau, dass ihre Wohnung und beide Autos Paolo gehörten und nicht an sie übergeben würden. Ihr Ehemann hatte immer deutlich mehr verdient, sodass sie es für verhielt, dass alle erworbenen Besitztümer auf den Namen seiner Eltern registriert waren. Dolores hatte sich damals nicht darum gekümmert. Es machte ihr jetzt nichts aus. Sie würde mit dem gehen, was sie mitgebracht hatte. Sie gab sofort das Auto zurück, das ihr Ehemann ihr einst zu ihrem Geburtstag geschenkt hatte. Er hatte es ihr überreicht, aber auf den Namen seiner Mutter registriert und erklärt, dass es günstiger wäre, da seine Mutter nicht mehr arbeitete und Anspruch auf Leistungen hatte. Es war traurig, sich von dem kleinen Auto zu trennen, das ihr so viele Jahre treu gedient hatte, aber es ließ sich nichts machen. Im Austausch kaufte Dolores ein gebrauchtes, altes ausländisches Auto, um vom Sommerhaus zur Arbeit zu gelangen. Sie verstand, dass sie nach der Scheidung nichts mehr haben würde und betrachtete es als einen akzeptablen Preis für Freiheit und Frieden. Aber sie war auf die Gemeinheit, die Paolo für sie bereithielt, nicht vorbereitet. Im Gericht stellte sich heraus, dass Paolo einen großen Verbraucherkredit in Höhe von mehreren hunderttausend aufgenommen hatte. Diese Summe hätte für eine weitere Wohnung in der Hauptstadt ausgereicht, nicht für eine kleine, versteht sich. Und gesetzlich sollte diese enorme Schuldenlast nun gleichmäßig zwischen den Ehepartnern aufgeteilt werden. Es gab kein gemeinsames Vermögen, aber dieser Kredit wurde als gemeinschaftliches Familienvermögen betrachtet. Paolo sah Dolores dann mit einem räuberischen Lächeln an. Er hatte gewonnen. Seine Frau war ihm zwar entglitten, aber nun würde sie ihr ganzes Leben damit verbringen, diese Schulden abzuzählen, während nur er von dem Geld profitieren würde. Was für eine abscheuliche Tat! Dolores sagte mir, dass sie trotzdem froh war. Nach dem Prozess fühlte sie sich erleichtert. Er hatte sie angerufen. Er rief wieder an und versuchte, sie zu überzeugen, zurückzukommen, und überzeugte sie, dass es der einzige Weg sei, aus der finanziellen Falle zu entkommen. Er versprach, sich in Zukunft zurückhaltender zu verhalten. Aber sie! Natürlich lehnte sie ab. Als Dolores mir diese Geschichte erzählte, spielte ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Es war klar, dass sie eine immense Erleichterung fühlte, nicht mehr die Frau dieses Tyrannen zu sein. Aber ihre Missgeschicke endeten dort nicht. Paolo hatte Dolores mit der Hälfte seiner riesigen Schulden belastet. Sie berechnete, dass sie, wenn sich ihr Einkommen nicht änderte, den Kredit bis zum Ende ihres Arbeitslebens abbezahlen müsste, wodurch sie bis ins Alter an ihren Jetzt-Ex-Mann gebunden wäre. Das wollte Dolores sich nicht gefallen lassen. Also fand sie einen Job, der besser bezahlt wurde. Dort traf sie Manöler. Dennoch reichte das Geld nicht aus. Dolores wollte Paolo so schnell wie möglich abbezahlen, also nahm sie neben ihrem Hauptjob noch mehrere kleine Firmen an, kümmerte sich um deren Buchhaltung, bereitete Erklärungen vor und reichte Berichte ein. Sie arbeitete sich zu Tode. Aber seltsamerweise sah sie glücklich aus. Sie sagte, Freiheit und Frieden seien es wert. Und einmal sagte sie mir sogar, sie sei froh über den Verlauf der Dinge, weil sie erkannte, dass sie zu mehr fähig war.
fähig, gutes Geld zu verdienen. Ramon lächelte. Das war sehr typisch für die Dolores, die er kannte. Das Mädchen lächelte oft, verwandelte jede Situation in einen Scherz und versuchte, die Menschen um sie herum zu ermutigen und zu unterstützen. Mit einem solchen Charakter musste sie einfach erfolgreich sein. Natürlich hätte sie die Schulden langsam abbezahlen können, aber erstens wollte Dolores sich so schnell wie möglich mit ihrem Ex versöhnen und zweitens erkannte Paulo plötzlich, dass sein Plan nicht funktionierte. Dolores geriet nicht in Panik wegen der Schulden, die auf ihr lasteten. Sie fand neue Einkommens- und Wohnquellen. Sie war sogar glücklich. Das machte ihn natürlich wütend. Er hatte geplant, dass seine Ex-Frau zur Besinnung kommt, es sich überlegt und auf Knien zu ihm zurückkrücht und um Gnade bittet. Paulo hätte Dolores natürlich gnädig zurückgenommen und alles wäre wieder so wie vorher gewesen, vielleicht sogar in seinen Augen besser. Aber das würde nicht geschehen. Dolores gab nicht nach. Natürlich konnte jemand wie Paulo die Dinge nicht so belassen, wie sie waren. Also schickte er Schuldeneintreiber auf Dolores los. Diese Leute verwendeten wahrhaftige Gangstertaktiken. Drohungen, unmissverständliche Warnungen. Dolores konnte nicht richtig schlafen. Sie wurde zu einem blassen Schatten ihrer selbst nervös, erschöpft, ängstlich. All das wirkte sich natürlich auf ihre Arbeit aus. Ich hatte so Mitleid mit ihr in dieser Zeit. Ich sah, wie schwer es für Dolores war, aber was konnte ich tun, um ihr zu helfen, außer ihr Unterstützung anzubieten? Ich kämpfte alleine nach meiner Scheidung mit deinen Kindern. Das Geld war knapp. Es schien, als hätte ihre Freundin Maya, eine Landsfrau von Dolores, ihr einen Betrag gegeben, aber das schwieg die Eintreiber nur für kurze Zeit. Bald wurden sie wieder aktiv. Und dann begann Dolores, ihre wenigen Besitztümer zu verkaufen. Schmuck, den Nerzmantel, den Paulo ihr einmal geschenkt hatte und den sie nie getragen hatte. Schließlich kam es zu ihrem Ring. Ein eleganter, unglaublich schöner Ring, den sie niemals ablegte. Es gab offensichtlich eine interessante Geschichte, die damit verbunden war, aber Dolores erzählte nicht viel darüber. Doch ihr Lächeln, als sie den Ring betrachtete, sagte viel. Manuela wusste, wie viel dieses einzigartige Schmuckstück Dolores bedeutete. Sie verstand, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Ring handelte. Er war besonders. Umso mehr war die Frau überrascht, als Dolores ihr ihre Pläne mitteilte. Sie plante, ihn zu verpfänden. Verpfänden. Dort würden sie ihn nicht zu schätzen wissen. Es kümmerte sie nicht um die Schönheit der Gegenstände, ihre Originalität und vor allem um ihre Geschichte. In einem Pfandhaus zählte nur das Gewicht des Goldes. Dolores würde ein Apfel und ein Ei für den exquisiten Ring bekommen, also bot ich an, den Ring von ihr zu kaufen. Ich stand kurz davor, in den Urlaub zu fahren und plante, mein ganzes Urlaubsbudget für das Schmuckstück auszugeben. Manuela wollte ihrer Freundin schon lange helfen. Es fiel ihr schwer, Dolores leiden zuzusehen, aber Dolores würde kein Geld von ihr einfach so annehmen. Sie wusste, dass Manuela als alleinerziehende Mutter selbst kämpfte. Aber sie verkaufte ihr den Ring gerne. Dolores sagte, sie sei froh, dass der Ring zu mir gekommen sei. Es war ihr wichtig, dass er in gute Hände gelangte, als wäre der Ring ein lebendes Wesen. Sie warnte mich sogar, dass, wenn sie plötzlich reich werden würde, sie ihn zurückkaufen würde. Das machte mir nichts aus. Natürlich würde ich zustimmen. Für Dolores bedeutete dieser Ring mehr als nur ein Schmuckstück. Und jetzt, endlich, hörte ich die Geschichte dieses schönen Stücks. Natürlich sollte der Ring immer noch Dolores gehören. Ramon fragte Manuela nach ihrer Kontonummer. Ohne unnötige Fragen zu stellen, nannte sie ihm die Ziffern. Und noch bevor ihr Handy in ihrer Tasche piepste, um sie über die Überweisung zu informieren, nahm sie den Ring ab und reichte ihn Ramon. Nun, es gibt nicht viel mehr zu erzählen. Dolores lebt seit ein paar Jahren im Sommerhaus von Mayas Schwiegereltern. Die kommen kaum zurück aus dem Ausland und werden wahrscheinlich nicht zurückkehren. Sie hat mehrere Jobs, wird müde und gönnt sich oft nichts. Aber sie fühlt sich ziemlich glücklich und zufrieden mit ihrem Leben.
Sie trifft sich mit Freunden, genießt die kleinen Dinge und atmet tief durch. Sie bezahlt ihre Kreditröten pünktlich, sodass die Eintreiber sich zurückgezogen haben. Auch wenn es für sie hart ist, am Ende des Monats den notwendigen Betrag zusammen zu bekommen, nimmt sie jede Nebenarbeit an. Aber sie schafft es. Nur um Paolo zu ärgern. Eine Zeit lang wollte Paolo seine davongelaufene Frau zurückgewinnen. Es war unwahrscheinlich, dass es um starke Gefühle ging. Ihr war es eine Frage des Prinzips. Wie konnte jemand es wagen, ihn zu verlassen? Ihn im Stich zu lassen? Ihn zu verraten? Aber es war schwierig für ihn, Dolores zu erreichen. Er hatte sich nie vorgestellt, dass seine Ex-Frau das tun könnte. Sie fand eine Unterkunft und nahm Nebenjobs an. Sie schien ihm weicher, unfit für das Leben, jemand, den man leicht manipulieren konnte. Über die Jahre der Ehe hatte er die Frau, die all die Zeit an seiner Seite gewesen war, nie verstanden. Periodisch erinnerte Paolo Dolores an sich, rief sie an, traf sie manchmal nach der Arbeit. Er versuchte, als zivilisierter Mensch aufzutreten und gab emotionales Leiden vor, aber Dolores durchschaut ihren Ex-Mann sofort. Es ekelte sie an, seine Stimme zu hören, in seiner Nähe zu sein. Sie konnte nicht verstehen, wie sie so lange mit ihm gelebt hatte. Etwa ein Jahr später heiratete Paolo erneut. Eine sehr junge Frau, die aus der Provinz in die Hauptstadt gekommen war, um sie zu erobern. Dolores hatte Mitleid mit der neuen Frau und wünschte ihr Glück und Erfolg. In einer Ehe mit jemandem wie ihm würde sie all das brauchen. Aber selbst nach seiner erneuten Heirat lockerte Paolo seinen Griff nicht. Er versuchte weiterhin, Dolores zu kontrollieren. Er rief sie an, erinnerte sie an die Schulden. Gelegentlich griff er zu Beleidigungen. Aber jetzt hatte seine Ex-Frau einen Weg gefunden, mit seiner Grobheit umzugehen. Sie drückte einfach die Ablehnentaste, sobald das Gespräch unkonstruktiv wurde. Das machte Paolo wütend und schürte seinen Wunsch nach Rache an Dolores. Aber was konnte er tun, abgesehen von dem, was er bereits getan hatte? Einmal hatte Dolores Paolos Selbstbewusstsein und seine etwas herablassende Haltung bezaubert. Damals schien er eine Steinmauer zu sein, hinter der sie sich vor allen Schwierigkeiten und Problemen verstecken konnte. Paolo erschien so zuverlässig wie ein Fels, klug, autoritär, vielversprechend und stark. Bei ihm fühlte sich Dolores wie eine zarte Prinzessin aus einem Märchen. Kurz gesagt, das junge Mädchen hatte von etwas fantasiert, das nicht einmal annähernd der Realität entsprach. Sie hatte ein ideales Bild erschaffen und sich in dieses verliebt. Das passiert oft in der Jugend. Und dann entwickelte sich die Situation, wie sie es tat. Paolo wurde plötzlich in eine gute Position in der Hauptstadt versetzt. Er musste weg und so machte er Dolores einen Heiratsantrag. Sie waren noch nicht einmal seit 6 Monaten zusammen, hatten sich nicht richtig kennengelernt. Das Mädchen stimmte im Moment des Augenblicks zu. So schloss sich die Tür hinter ihr. Natürlich dauerte es nicht lange, bis Dolores Paolos Fehler bemerkte, aber bis dahin war sie die Frau dieses Mannes und versuchte, das Verhalten ihres Ehemanns mit seiner Liebe zu ihr, seinem Wunsch, sich um die Frau, die er liebte, zu kümmern, dem Druck einer hohen Position und seinem starken Charakter zu rechtfertigen. Lange Zeit schaffte es Dolores, sich davon zu überzeugen, aber dann. Dann verwandelte sich ihr Leben in eine Gefängnisstrafe. Dolores sagte, dass es sich anfühlte, als wäre sie die Frau von Paolo, die in einem Gefängnis einer Strafkolonie lebte, wo sie einst als Buchhälterin gearbeitet hatte. Es schien, als könnte sie bestimmte Wege gehen, dürfte arbeiten, aber alles war unter strengen Einschränkungen. Deshalb ist sie jetzt so glücklich. Ramón erkannte, dass Manuelas Geschichte zu Ende war. Dieses Erzählung hatte einen großen Eindruck auf ihn hinterlassen. Er wollte heute in die Hauptstadt fliegen. Dolores brauchte dringend seine Hilfe und seinen Schutz aber. Die Arbeit war nicht so leicht zu entkommen. Geplante Operationen standen für die Woche an. Ramón konnte diese Menschen nicht im Stich lassen. Einige waren aus anderen Städten zu ihm gekommen. Doch eine Woche später, nachdem er die letzte Operation auf seiner Liste abgeschlossen hatte, machte er sich direkt auf den Weg zum Flughafen. Danke, bedankte sich Ramón aufrichtig bei Manuela.
Es ist so ein unglaublicher Zufall, dass du hierher gekommen bist, in diesem Unfall warst und auf meinem Operationstisch gelandet bist. Ich glaube, es gibt keine Zufälle. Das ist alles Teil eines Musters. Dolores verdient persönliches Glück wie niemand sonst. Und eine Liebe wie deine, die so viele Jahre der Trennung und Hoffnungslosigkeit überstanden hat. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ramón bat Manuela, Dolores noch nichts von ihrem Treffen zu erzählen. Er wollte unerwartet erscheinen, um die echten Gefühle der Frau zu sehen, die er all diese Jahre geliebt hatte. Er erhielt auch Dolores, Kontaktdaten von seiner ehemaligen Patientin. Eine Woche später saß Ramón wie geplant im Flugzeug. Sein Kopf ruhte gegen das kalte Fenster. Er fühlte sich müde. Er war seit den frühen Morgenstunden im Krankenhaus gewesen und hatte mehrere komplexe Operationen durchgeführt. Aber jetzt waren alle seine beruflichen Angelegenheiten geklärt und er war bereit, zu seiner Geliebten zu fliegen. In dieser Woche hatte er sich auch um seine Finanzen gekümmert. Manuela hatte ihn über Dolores Schulden informiert. Ramón hatte das Geld. Es umfasste fast alle seine Ersparnisse, aber er entschied sich, sich ohne Bedauern davon zu trennen. Er hoffte nur, dass Dolores es nicht ablehnen würde und sich erlauben würde, Hilfe anzunehmen. Der schwierigste Teil war es, Anna von allem zu erzählen. Sie war die Frau, mit der Ramón seit 6 Monaten zusammenlebte. Sie hatte sich bereits als seine Frau vorgestellt. Er hatte auf eine bevorstehende Hochzeit hingewiesen. Und dann passierte, dass Ramón redete nicht um den heißen Brei herum. Er erzählte Anna einfach seine Geschichte ehrlich, offen, ohne zurückzuhalten. Sie weinte. In ihren Augen war so viel Schmerz und Enttäuschung. Ramón fühlte sich wie ein Schuft, aber er verstand, dass es keinen anderen Weg gab. Anna spürte es auch. Am nächsten Tag verschwand sie aus seinem Leben, nahm all ihre Sachen mit. Sogar die Geschenke, die Ramón ihr einmal gemacht hatte. Aus irgendeinem Grund erfreute ihn diese Tatsache. Das Flugzeug startete und hob über die Wolken ab. In nur ein paar Stunden würde Ramón in derselben Stadt wie sie sein, der Frau, von der er fast 20 Jahre lang geträumt hatte. Wie würde sie ihn empfangen? Vielleicht würde sie ihn nicht einmal erkennen? Nein, das konnte nicht sein. Zumindest nicht wegen des Rings. Er hatte sie all die Jahre an den Jungen erinnert, der sich einmal unsterblich in sie verliebt hatte. Ramón fühlte, dass seine Ankunft Dolores erfreuen und sie sicherlich überraschen würde. Er konnte es kaum erwarten, ein glückliches Lächeln auf ihrem schönen Gesicht zu sehen. Warum? Warum hatte Dolores ihn in ihrer Not nicht angerufen? Er hatte sie im Park während ihres letzten Treffens gewarnt und sie gebeten, sich mit jedem Problem oder jeder Frage an ihn zu wenden. Ramón hätte niemals zugelassen, dass Dolores leidet. Und nun war es Zeit zu landen. Ramón stieg die Treppen des Flugzeugs hinunter. Wie oft war er in fast 2 Jahrzehnten schon an diesem geräumigen, überfüllten Flughafen gewesen? Manchmal aus beruflichen Gründen, manchmal auf der Durchreise, wenn die Hauptstadt ein Zwischenstopp zwischen seiner Stadt und einem Urlaubsort war. Jedes Mal schlug sein Herz höher. Irgendwo hier war Dolores. Vielleicht war sie sehr nah. Aber damals hatte er nicht gewusst, wo er nach ihr suchen sollte, und jetzt hatte er ihre Adresse und Telefonnummer. Ramón rief ein Taxi. Das Auto brachte ihn schnell zum Sommerdörf. Der Ort sah recht bewohnt aus. Gepflegte Wege, schöne gemütliche Gebäude hinter hohen Zäunen. Und da war das Haus, in dem Dolores lebte, das Sommerhaus von Mayas Schwiegereltern. Es war ein hübsches kleines Plätzchen. Hier war es wirklich ruhig, friedlich und schön. Der perfekte Ort, um emotionale Wunden zu heilen. Ramón schaute auf seine Uhr. 18 Uhr. Manuela hatte gesagt, dass Dolores oft lange im Büro blieb. Außerdem musste er durch den Verkehr navigieren, um das Dorf zu erreichen. Er hatte viel Zeit, also ließ sich Ramón bequem auf einem sonnenwarmen Felsen neben dem Zaun des Hauses, in dem Dolores lebte, nieder. Als die Dämmerung hereinbrach, blieb die Straße verlassen. Nur ein paar Autos fuhren vorbei. In beiden Fällen schauten die Fahrer Ramón überrascht an.
Offenbar war es hier eine Seltenheit, dass jemand direkt auf der Straße am Zaun saß. Dolores würde ihn sicher von Weitem bemerken und wahrscheinlich sehr überrascht sein. Oder sogar Angst haben. Nach einigem Nachdenken entschied Ramon, sich zur Seite zu treten und hinter einer nahegelegenen Struktur zu verstecken. Von dort konnte er Dolores Torgut sehen. Mehrere Stunden vergingen. Schließlich tauchte am Ende der Straße ein Auto auf. Mit einem instinktiven Gefühl erkannte Ramon, dass es ihr war. Und tatsächlich hielt das Auto vor genau diesem Haus. Die Fahrertür öffnete sich und Dolores stieg aus dem Wagen. Ramon konnte nicht anders, als zu keuchen. Sein Herz raste und seine Handflächen wurden kalt. Wie damals, als sie beide etwas über 20 waren. Natürlich hatte sich Dolores verändert, aber sie blieb schön, auffallend, atemberaubend. Groß, schlank, anmutig, wenn auch ein bisschen zu blass. Und diese dunklen Ringe unter ihren Augen. Es war klar, dass die Situation mit ihrem Ex-Mann und seinen Schulden ihren Tribut forderte. Ramon trat aus seinem Versteck. Dolores hantierte mit dem Schloss und hatte ihn noch nicht bemerkt. Er näherte sich langsam und stellte sich hinter sie. Der Mann dachte verzweifelt nach und versuchte, die richtigen Worte zu finden, um das Gespräch zu beginnen, als sie plötzlich die Anwesenheit eines anderen spürte und sich scharf umdrehte. Dolores' Augen weiteten sich vor Überraschung. Eine Mischung aus Erstaunen, Wiedererkennung und Freude huschte über ihr Gesicht. Dieses charmante Lächeln erhellte ihre Züge und erwärmte Ramons Herz. »Ich kann es nicht glauben. Bist du wirklich du?« »Ja, das bin ich«, nickte Ramon mit einem Lächeln. »Das ist unmöglich.« Das dachte ich anfangs auch, aber dann wurde mir klar, dass es so sein sollte. Dolores war die Erste, die ihre alte Freundin umarmte. Ramon streichelte ihre Schultern, ihr seidiges Haar, ihren schmalen, geschmeidigen Rücken, unfähig, sein Glück zu glauben. Sie erkannte ihn nicht nur, sie war aufrichtig froh, ihn zu sehen. »Ich muss dir etwas geben«, sagte Ramon, als Dolores einen Schritt zurücktrat. Sie lächelte ihn so warm an. Es fühlte sich an, als hätte Dolores all die Zeit auf ihn gewartet. Nun empfand sie endlich eine immense Erleichterung, Ramon zu sehen. »Und was ist es?« Neugier blitzte in ihren Augen. »Hier!« Ramon hielt seine Handfläche aus, wo der Ring im Licht der untergehenden Sonne funkelte. »Das kann nicht sein!« Dolores sah verwirrt, verblüfft, aber sehr glücklich aus. Sie nahm den Ring gern an und schob ihn auf ihren Finger. Wie damals war das Schmuckstück ein bisschen zu groß für sie. Manuela hatte ihn anpassen müssen, damit er passte. Und Dolores drückte, wie sie es vor 20 Jahren im Park getan hatte, den Kranz gegen ihren anderen Ring. »Du musst mir sofort die ganze Geschichte erzählen«, forderte Dolores und ließ Ramon durch das Tor. »Es ist keine schnelle Geschichte«, warnte der Mann. »Das ist in Ordnung. Ich habe es nicht eilig. Ich habe viel Zeit. Und ich werde dich definitiv nicht so schnell loslassen.« Und Ramon dachte daran, wie sie jetzt wirklich viel Zeit füreinander hatten und dass alles in Ordnung sein würde. Alles würde genau so sein, wie es sein sollte, wie sie beide es verdienten. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.